Was geht ab, Freunde der Nacht? Willkommen auf meinem Kanal. Wir spielen wieder Final Destination 15 und hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Ich habe zwar ein bisschen so Nebenmissionen und so erfüllt, ne? Aber jetzt geht es weiter mit der Hauptmission. Ich mache jetzt noch zwei Videos in der Qualität und ab ja, Donnerstag, glaube ich, gehen die online, die nächsten in Full HD, weil ich habe mir jetzt endlich eine Capture Card geholt. Die kommt morgen und ja. Dann werden wir mal sehen. Das macht dann auf jeden Fall mehr Spaß dann auch zum Zusehen. Supportet das Ganze, das wäre ganz nice. Und ja, hauen wir mal rein, ne? Legen heute wirklich kein. Was eure Überfahrt betrifft, ich bin am Ball. Das bin ich euch schuldig. Der Stein ist echt klasse. Sieht auch gut aus momentan. Wenn ihr soweit seid, meldet euch einfach. Wer hätte gedacht, dass dieser windige Kerl sein Wort wirklich hält? Er muss gute Kontakte haben. Na, habt ihr schon gepackt? Yes. Mensch, seid ihr fix! Das Schiff fährt erst morgen. Haut euch eine Runde im Hotel aufs Ohr. Hör auf. Ab ins Bett. Ja. Da sind wir mal gespannt, ne? Sieht nice aus, das speichern wir mal. Toller Schnappschuss. Ich sehe ganz normal aus. Das kann ja noch was dauern, wie ich gerade merke. Okay. Holy shit, was geht denn jetzt ab, bitteschön? Oh, verdammt, ist noch eins. Oh, Nacht. Ja. Hat er es jetzt nur geträumt? Wo ist Ignis? Sollte bald zurück sein. Oh oh. Was ist? Es steht auch in den Zeitungen. Was denn? Insomnia. In Trümmern. Hä? Soll das ein Witz sein? Ich erkläre dir alles. Beruhig dich. Ich bin die Ruhe selbst, Mann! Es gab einen Angriff. Die Armee des Imperiums hat die Königsstadt eingenommen. Während der Unterzeichnung gab es Explosionen. Als sich der Rauch über der Zitadelle legte, fand man den König tot vor. Nein, das ist nicht... Uns wurde es nicht gesagt.
Was wurde euch nicht gesagt? Dass die Unterzeichnung gestern war. Das Insomnia... Warum hat Vater uns dann nach Altissia... Das weiß ich nicht. Aber alle Zeitungen berichten vom Angriff. Sie können sich unmöglich alle irren. Puh, alles Lügen. Ja, hoffentlich. Was wissen wir sonst? Dann müssen wir uns selbst von der Lage überzeugen. Und das heißt, zurück nach Insomnia. Dort sind wir aber nicht sicher. Das sind wir hier doch auch nicht. Nacht? Wir gehen. So, jetzt müssen wir auch entschieden. Aber nach Insomnia. Natürlich. Unserem Vater zu rächen. Okay, das machen wir auch. Ja, und sonst so, wie habt ihr die Weihnachtstage überstanden? Ich meine, das sind ja hier Ladezeiten des Horrors. Ja. Ja, ich hoffe mal alle gut, ne? Oh, ich bin auch schon nächstes Jahr richtig gespannt auf For Honor. Dann, was kam da noch For Honor? Horizon Zero Dawn. Das war bestimmt richtig. Ich hoffe, es geht allen gut. Geile Spiele. Dann träum mal schön weiter. Verlier nicht die Hoffnung. Wieso? Kann Hoffnung imperiale Schlachtkreuzer aufhalten? Jetzt beruhig dich. Mein Vater hatte Hoffnung für zwei. Genug. Niflheim hat gelogen. Sie haben uns verraten. Spekulationen bringen uns nichts. Wir brauchen Gewissheit. Gewiss sind einzig die Lügen. So wie der Waffenstillstand. Oh shit. Oh shit. Da oben herrscht auch reger Verkehr. Imperiale Luftschiffe. Damit transportieren sie ME. Magitek-Infanterie. Die Robokrieger? Korrekt. Es sind massenproduzierte Tötungsmaschinen. Oh, da geht er hin. Shit. Der Frieden. Seht doch! Oh! Die Hauptstadt ist abgeriegelt. Das wird so nichts. Lasst uns eine Ausweichroute nehmen. Ach, die schaffen wir doch. In der Nähe ist ein Hügel, von dem aus man Insomnia sehen kann. Hinter uns ist auch direkt abgesperrt. Imperiale Soldaten, mit denen werden wir fertig. Da kannst du drauf wetten. Die Schonfrist ist abgelaufen. Okay,
Hier muss ich erstmal gucken, was da am besten hilft. Sorry. Ja, ja, ist doch gut. Komm doch! Ja. Ich weiß auch nicht. Ich sollte mal vielleicht lieber gegen die Blitze nehmen. Ja, vielleicht eine Überlegung wert. Das nehmen wir auch. Das wird sich von meiner Seite. Das würde Gift mit hinzugeben. Komm, hauen wir es mal raus. Ja. Mal nur 3. Ausrüsten direkt. Was dafür weg. Genau. Gut, tun wir das. Karren die ihr ganzes Arsenal an? Wie es in der Stadt wohl aussieht? Ja, das mag ich mir nicht vorstellen. Rauf auf den Hügel. Von da sieht man die Stadt. Okay. Was mit mir passiert, glaube ich, vergiftet, denke ich mal. Ne? Ausrüstung. Ne. Inventar. Na, stimmt, ich habe mich jetzt selber vergiftet. Gegengift, denke ich mal. Wieso kann ich das nicht nehmen? Ja, ist klar. Schrumpfibon. Ich komm, ich komm. Jetzt bin ich mal gespannt. Wurden im Zuge der jüngsten Ereignisse bei der Unterzeichnungszeremonie sämtliche Friedensgespräche zwischen Lucis und Niflheim eingestellt. Darüber hinaus ließ man aus Regierungskreisen verlauten, dass neben König Regis
Auch Kronprinz Noctis und die Kanagi, Prinzessin Luna Freya aus Tenebrae, verstorben. Lass an! Aber, okay. Lass es aus. Okay, das ist natürlich eine üble Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Hallo? Gor? Endlich. Ein Lebenszeichen. Was zur Hölle ist los? Wo seid ihr? Vor der Stadt. Wir kommen nicht rein. Klar. Was heißt hier klar? Gar nichts ist klar. Was sollen wir denn jetzt tun? Ich? Mein Vater? Und Luna soll tot sein? Erklär mir das bitte. Ich mache mich sofort auf den Weg zu Sid. Das mit Regis. Stimmt leider. Alles Weitere erzähle ich dir dort. Setzt euch in Bewegung. Bis dann. Oh shit, Mann. Der General? Was sagt er? Wir sollen nach Hammerhead. Und Regis? Kacke. Ja. Okay. Während des Ladens mache ich jetzt einfach einen Take. Also machen wir jetzt diese Folge Schluss. Vielen Dank fürs Zusehen. Bewertet das Ganze. Das würde mich sehr freuen. Support Skymord. Der Däumchen hoch macht mich froh. Und ja, ein Abo wäre auch ganz nice. Haut rein.